Macht er dich reich? Elon Musk ist begeistert und Hedgefondsmanager Druckenmiller ist gerade eingestiegen. Ist das der heißeste Aktienmarkt für 2024? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir auf einen der heißesten Aktienmärkte schauen, ja, die gerade in der Verlosung sind. Und nein, es ist nicht China. Elon Musk ist richtig begeistert, Feuer und Flamme. Und ein sehr bekannter Fondsmanager aus den USA hat gerade nach eigenen Angaben 5 Aktien aus diesem Markt gekauft. Und da legen wir doch gleich mal los. Und es handelt sich um welchen Markt? Ja, es liegt ja schon auf der Hand natürlich um Argentinien geht's. Hier seht ihr einen brandaktuellen Tweet von Elon Musk. Er sagt ganz klar, I recommend investing in Argentina. Also ich empfehle in Argentinien zu investieren. Und da seht ihr neben ihm natürlich Javier Milei, der seit einigen Monaten Präsident von Argentinien ist. Ja, warum verstehen sich die beiden so gut? Die haben sich jetzt schon öfter getroffen. Hier seht ihr es mal, ja, wie kapitalistisch sind sie? Und da sieht man natürlich gerne diese beiden Herren. Daumen hoch, Leute, ja, wenn ihr auch kapitalistisch seid. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gerne Daumen nach oben. Und jetzt kann man natürlich kritisch anmerken, Mensch, der durchgeknallte Elon Musk und der durchgeknallte Javier Milei, da haben sich die zwei Richtigen gefunden. Nee, kommt gleich mehr dazu. Auch die Märkte feiern das schon seit einigen Monaten ziemlich ab. Und jetzt Stanley Druckenmiller, hier auch brandaktuell, hat gesagt, dass er 5 argentinische Aktien gekauft habe. Dazu gleich mehr. Und sein Zitat dazu, also Javier Milei sei momentan der einzige Free Market Leader in the World, also der einzige, der wirklich für freie Märkte stehe, und das sei überraschenderweise in Argentinien. Gleich legen wir voll los mit Milei und Argentinien, aber vorher gibt's was Geniales für euch Leute, und wir haben wirklich lange überlegt, ja, sollen wir das einfach so raushauen? Aber unser Geldideen-Newsletter, das soll natürlich was Besonderes, Exklusives, Werthaltiges für euch sein. Und deswegen gibt's jetzt was ganz, ganz Besonderes. Denn wir wollen euch auch mal Einblick geben, was wir bei Beating Beta so treiben und was unsere Mitglieder schon Anfang Dezember bekommen haben. Und zwar 50 exklusive Geldideen für 2024. Und das passt wie die Faust aufs Auge heute, denn da war auch Argentinien mit dabei. Das hätte sehr, sehr gut performt, aber auch einige andere Sachen. Wir haben die Performance dazugepackt. Sehr bescheiden, erst ab 1. Januar. Man hätte auch schon viel früher investieren können. Würde ich mir jetzt auf keinen Fall entgehen lassen. Völlig gratis. Unten findet ihr den Link in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zu Javier Milei und Argentinien und die deutschen Medien. Wenn man da einfach mal so googelt, ja, dann findet man natürlich schnell solche Schlagzeilen wie hier vom Spiegel. Führt sein irrer Wirtschaftskurs das Land endgültig in den Abgrund? Und da natürlich 2 Aspekte dazu. Ja, natürlich mutet das vielleicht erstmal irre an. Es gibt natürlich auch ein Risiko. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Das ist ganz, ganz klar. Und es gibt natürlich auch viele Schmerzen, gerade zum Beispiel das viel weniger in Bildung investiert wird. Es wird viel zusammengestrichen. Ich finde auch nicht alles gut, was da natürlich gerade passiert. Aber das als irren Wirtschaftskurs zu beschreiben, das mutet natürlich schon auch seltsam an. In einem Land, das ja nicht gut läuft, das die weltweit höchste Inflation hat, wo es vielen Menschen nicht gut geht, das jetzt so hinzustellen, als würde da alles rundlaufen und als würde das jetzt jemand mutwillig ruinieren, das ist schon auch eine besondere Sichtweise. Und ein großes Risiko besteht natürlich nicht nur für Argentinien, dass das Ganze schief geht, sondern ein viel größeres besteht aus meiner Sicht noch, ja, für sämtliche Staatsliebhaber und auch natürlich Politiker wie in Deutschland und anderen Ländern. Denn man stelle sich jetzt mal vor, Milei hätte Erfolg. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm. Dann würden natürlich sehr viele Diskussionen aufkommen. Warum orientieren wir denn uns nicht an Milei und an mehr liberaler Politik, an mehr Marktwirtschaft, an weniger Staat? Das würde hier natürlich sicherlich einigen nicht so passen. Nicht nur dem Spiegel, auch sicherlich vielen Politikern, die bei uns ja gerne immer mehr Staat propagieren. Also das muss man sich mal vorstellen. Und da kann man natürlich schon verstehen, warum der ein oder andere schon dagegen wettert, bevor man das überhaupt fair beurteilen kann. Und wir können uns schon mal auf den schönen Satz freuen, wenn Milei Erfolg haben sollte. Naja, Argentinien, das kann man natürlich überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen. Jetzt blicken wir mal kurz darauf, warum ein Land wie Argentinien in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht nicht so erfolgreich war. Und ein wichtiges Buch, das man gelesen haben sollte, ein Buchtipp von mir dazu, warum Nationen scheitern. Da packe ich euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung. Kann ich euch nur empfehlen. Und da schauen wir mal drauf.
einen Exkurs, ja, was die Gründe dafür sind, warum die einen Nationen erfolgreich sind, die anderen nicht so. Und da fangen wir mal an. Hier Faktor für ein stabiles Gefüge mit sogenannten inklusiven Institutionen, dass es damit einhergehe. Inklusive Institutionen sind diejenigen politischen und wirtschaftlichen Institutionen, die die gesamte Gesellschaft einschließt. Und dann geht's weiter im Text, und zwar: solche Institutionen setzen auf sichere Eigentumsrechte, konkurrenzfähige, wenig gesteuerte Märkte und öffentliche Dienstleistungen, die es den Menschen erlauben, Unternehmen zu gründen und Freiverträge abzuschließen. Und dann gibt es natürlich auch Gründe, warum es nicht so läuft, wie zum Beispiel in Argentinien in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja auch schon dazu sagen, war vor rund 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Schau mal hier drauf, was da die Gründe sind, die auch in diesem Buch aufgeführt werden, und zwar die sogenannten extraktiven Institutionen, und die ermöglichen die Ausbeutung von Ressourcen zugunsten einer Elite. Ja, Stichwort Peronisten, die Kirchners und Co. Also das ist sicherlich in Argentinien ein Faktor gewesen. Und schauen wir noch weiter drauf hier: solche Eliten haben kein Interesse an einer für das Land erfolgreichen Wirtschaft und wollen vor allem die Kontrolle über Politik und Wirtschaft behalten, was schwere Folgen für die Bevölkerung hat. Hier wird auch als Beispiel angeführt, der Buchdruck ist schon ein bisschen her, als der alles revolutioniert hat, dass das zum Beispiel im Osmanischen Reich nicht so gut ankam, und das hat dann natürlich auf Dauer nicht so gut gewirkt. Ja, wer sich sogenannten neumodischen Erfindungen widersetzt, weil man natürlich fürchtet, dass die Macht bröckeln könnte, ja, das bekommt natürlich den Menschen und einer Wirtschaft im Zweifel nicht so gut. Genauso wie zu viel Staat natürlich auch der Wirtschaft nicht gut bekommen kann. Und da setzt Milei seine Kettensäge an. Hier eine der klassischen Schlagzeilen: argentinische Regierung entlässt 15.000 Staatsbedienstete. Und das ist natürlich auf der einen Seite tragisch, weil die Menschen ihre Arbeit verlieren. Jetzt muss man sich natürlich auch eins klar machen. Hier sieht man schon die Proteste. Es wird ja viel über die Proteste berichtet. Es protestieren natürlich nicht nur die Staatsbediensteten, aber es ist natürlich klar, dass die protestieren. Und das sind natürlich auch dann schlimme Schicksale. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, muss man da nicht mal den Hebel ansetzen in einem Land, wo absolut nichts mehr vorwärts geht, das verkrustet ist, ja, mit Korruption, Staat und Co. und wo natürlich die Inflation so hoch ist. Also wie gesagt, das wird natürlich auch mal ein bisschen verzerrt. Es sind natürlich Schmerzen, wie gesagt, das ist schrecklich, aber es ist natürlich klar, ob man ein Land mit der weltweit höchsten Inflation und einer schwachen Wirtschaft ohne Schmerzen heilen kann, das ist natürlich die Frage. Schreibt gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Und ich wiederhole mich nochmal, es heißt jetzt nicht, dass Milei alles richtig macht und übers Wasser laufen kann und dass jetzt alles garantiert erfolgreich wird, aber man muss schon die Frage stellen, ob es besser ist, ja, so ein bisschen diese typisch deutsche Herangehensweise, ja, es läuft nicht so richtig und wir verwalten das lieber, ein gewisses, ja, Elend teilweise, eine gewisse Mittelmäßigkeit, ja, da ist die Frage, ob man nicht lieber mal was riskiert und dann vielleicht sogar scheitert, aber dann zumindest weiß, was funktioniert und was nicht, oder es kann ja auch am Ende einfach viel, viel besser werden. Und erste Erfolge zeigen sich in Argentinien auch schon. Das kann wirklich keiner wegdiskutieren. Denn man muss auch eins mal sagen, Milei hat erstens sich schon mal durchgesetzt gegen die Peronisten, die immer noch sehr, sehr stark sind, zum Beispiel auch im Kongress und Co. Also Milei ist jetzt nicht der Allmächtige, der einfach mit seiner Kettensäge durch die Gegend spaziert und macht, was er will. Also der muss sich schon auch durchsetzen, auch natürlich gegen Gewerkschaften und Co. Und die Inflationsrate, das muss man auch sagen, die ist natürlich erstmal angestiegen. Hier seht ihr es, Januar, Februar, März. Aber zuletzt ist sie ordentlich nach unten gekommen. Und bei Bloomberg wird da auch schon ein bisschen positiver berichtet als jetzt zum Beispiel bei Spiegel und Co. Hier seht ihr die Schlagzeile, dass Argentinien zuletzt ja auch die Zinsen ordentlich nach unten bringen konnte, weil Milei die Inflation niedergewrestelt hat. Zum dritten Monat in Folge ist sie gefallen. Die monatliche Inflation im März stärker als erwartet. Und im April, ja, könnte das jetzt schon so bei 10% liegen. Das ist natürlich immer noch viel zu hoch, aber da zeigen sich schon die ersten Erfolge. Und auch hier der erste Haushaltsüberschuss nach 16 Jahren. Das ist jetzt natürlich auch noch keine Garantie, dass dann alles rund läuft, aber das sind schon Erfolge und das kommt vor allem an den Finanzmärkten sehr gut an. Und zwar mannigfaltig. Der Börsenindex Merval, der ist seit Jahresbeginn um 36% gestiegen. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind jetzt irgendwelche Aktienspekulanten. Nein, es zeigt sich wirklich auf breiter Front, zum Beispiel auch beim Länderrisiko. Also die Zinsaufschläge gegenüber, ja, anderen Bonds sind massiv gesunken, zum Beispiel gegenüber US-Anleihen. Also seit dem Wahlsieg Milleis im November hat sich das Länderrisiko Argentiniens fast halbiert. Das ist schon Wahnsinn. Und auch positiv stimmt die Finanzmärkte, dass die
Devisenreserven seit Amtsantritt massiv gestiegen sind, und zwar um knapp 10 Milliarden Dollar. Das ist auch ordentlich, und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Argentinien seine Schulden zurückzahlt. Argentinische Anleihen sind natürlich zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen. Jetzt sind wir schon bei der Frage, wie investiert man in Argentinien? Da ist natürlich die erste Option über Aktien und natürlich über ETFs. Schauen wir uns mal die Top Holdings an. Das ist jetzt der Global X MSCI Argentina ETF, und das blenden wir jetzt mal ein. Da ist ganz vorne mit dabei Mercado Libre, das werden sicherlich einige kennen. Gleich noch mehr zu dieser Aktie. Das sind jetzt, glaube ich, viele Aktien, ja, die kennt man nicht so unbedingt, sind natürlich auch einige Finanztitel dabei, aber jetzt wollen wir gar nicht zu lange drauf gucken, denn es gibt ein Problem, wenn man jetzt in Argentinien investieren will. Schauen wir hier drauf, das ist jetzt von Comdirect, einfach nur ein Beispiel, keine Werbung. Da seht ihr diesen ETF, ihr seht auch, wie stark der zuletzt gestiegen ist, aber gehen wir mal ganz runter hier in die Mitte, handelbar. Nein, und das ist ein Problem, also es ist gar nicht so einfach, in Argentinien zu investieren. Und jetzt kommen wir zu unseren Geldideen. Da habt ihr es, wie gesagt, könnt ihr euch alles kostenlos downloaden. Da haben wir dann auch den Umweg genommen, und zwar über Lateinamerika. Also die Begründung war natürlich Argentinien, aber auch generell die Region ist spannend. Auch natürlich Brasilien, auch Mexiko und Co. Also ich glaube, das ist generell eine spannende Region. Bislang ist dieser Weg jetzt nicht so gut gelaufen. Das hat noch nicht breit funktioniert. Aber wie gesagt, sonst wäre es natürlich der Argentinien-ETF geworden. Da seht ihr schon, es ist gar nicht so einfach, in Argentinien zu investieren. Aber das bleibt natürlich spannend. Erstens Argentinien jetzt mit diesem möglichen Aufschwung und vor allem jetzt im Fokus der Finanzmärkte. Immer mehr finden das spannend. Da kommt auch gleich noch mehr dazu. Und Brasilien ist ja sehr, sehr günstig bewertet. Auch ein Land natürlich mit Potenzial. Natürlich immer die Risiken beachten. Das ist natürlich völlig klar. Mexiko auch einer der Gewinner zuletzt, wenn man sich mal dieses ganze Thema Onshoring und Co. anschaut. Also das ist auch wirklich ein spannender Markt, der natürlich schon auch gut gelaufen ist. Das muss man auch dazu sagen. Und hier Stichwort Mercado Libre. Die haben zuletzt ja Bombenzahlen wieder vorgelegt und hatten natürlich Probleme ja mit dem Verfall der argentinischen Währung, die sich aber jetzt auch ja zuletzt erholt hat, und haben das aber ganz gut ausgeglichen, eben auch wegen Mexiko und Brasilien. Also ich finde generell diese Region auf jeden Fall attraktiv. Jetzt kommen wir kurz zurück zu unserem alten Freund Stan Druckenmiller. Was hat der nun gekauft? 5 argentinische Aktien, hat er gesagt. Welche? Wir wissen es nicht genau, aber man kann sich's ungefähr denken. Denn er hat gesagt, er hat 5 ADRs gekauft, also die 5 liquidesten ADRs, American Depositary Receipts. Das sind ja quasi dann die Vehikel, um dann Aktien zu kaufen. In Ländern wie in Argentinien oder in China gibt es das ja auch sehr, sehr oft. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Kandidaten, die da ganz vorne mit dabei sind. Und da tauchen dann natürlich auch wieder bekannte Namen auf, wie natürlich Mercado Libre oder auch wie Lithium Americas. Also das sind die Kandidaten, sind auch natürlich wieder 2 Banken mit dabei. Also von diesen, ja, da werden es wahrscheinlich 5 sein. Wie gesagt, welche wissen wir nicht genau, aber da ist der Kreis schon relativ eng. Jetzt kommen wir zur Frage argentinische Aktien. Ja, was geht da jetzt noch? Macht er dich, mich, uns reich? Vielleicht Javier Milei, wenn man jetzt investiert, muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht in den Markt selber investiert. Ich habe das nicht umgesetzt. Wäre eine gute Idee gewesen, jetzt der rein argentinische Markt, selbst im Dezember dann noch. Da war es ja auch schon kein Geheimtipp mehr. Das ist jetzt das, was ich auch wieder nur sagen kann. Es ist jetzt kein absoluter Geheimtipp mehr, aber dasselbe habe ich im Dezember auch gesagt. Das ist jetzt keine Begründung dafür, dass es nicht mehr steigen kann. Aber man muss sich das natürlich bewusst machen, dass da jetzt schon einiges eingepreist ist. Nach einer Umfrage von JP Morgan unter Finanzinvestoren zählt Argentinien derzeit auch zu den attraktivsten Emerging Markets unter den Frontier-Staaten. Also da seht ihr schon, da ist schon sehr viel bullisches Sentiment sicherlich drin. Das haben jetzt auch schon viele mitbekommen. Aber natürlich, ich glaube trotzdem, dass das nach wie vor Chancen bietet. Es hängt natürlich auch daran, ja, wie erfolgreich Javier Milei unter dem Strich sein wird. Und mein Favorit in Argentinien, ja, das ist schon lange ein Favorit, und das ist auch wieder mal so eine Aktie. Man kann nicht alle Aktien kaufen, aber ich ärgere mich schon lange. Mercado Libre, ich habe die Aktie wirklich schon seit vielen Jahren auf dem Zettel, und das ist jetzt auch nicht einfach dahergesagt. Ich habe auch schon die Watchlists in einigen Videos präsentiert, auch damals, als wir wirklich ja diesen Crash hatten oder diese
heftige, heftige Korrektur im Jahr 2022. Damals stand Mercado Libre schon drauf. Ich habe damals nicht geschafft. Ich habe es auch Anfang des Jahres sogar auch wieder auf der Watchlist gehabt, auch immer wieder. Ich bin noch nicht reingekommen, weil ich immer gesagt habe, ja, könnte noch günstiger werden, der typische Fehler. Und es steht immer noch auf der Watchlist. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber ja, das ist ein tolles Unternehmen. Natürlich ist die Bewertung auch heute wieder nicht gerade spottbillig. Trotzdem die Margen, das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Gerade auch globaler Vergleich, auch internationaler Vergleich in dieser Branche. Sie haben zuletzt wieder sehr starke Zahlen vorgelegt. Am 2. Mai plus 19% geschlagen die Erwartung beim Gewinn. Wer sich jetzt fragt, was ist Mercado Libre überhaupt? Also die sind sehr breit gefächert. Es wird gerne genannt das Amazon von Südamerika. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, denn die machen viel, viel mehr. Man könnte eigentlich sagen, es ist Amazon, eBay, Shopify. Also wirklich sehr, sehr viel. Es gibt da Mercado Pago. Also man könnte auch sagen, sie sind auch ein bisschen PayPal. Sie sind ein bisschen Google. Also sie sind auch im Ad, im Werbebusiness. Sie bieten Mercado Shops an. Also auch ein bisschen Shopify. Sie haben natürlich auch Logistik. Also das ist wirklich ein sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen und Amazon, ja, der Vergleich, der greift da etwas zu kurz. Kommen wir zum Fazit. Also jetzt in Argentinien investieren. Wichtig, keine Anlageberatung. Alles, was ihr aus diesem Video heute als aus Inspiration zieht, wenn ihr da Entscheidungen ableiten solltet, dann macht das bitte zu 100% auf eigenes Risiko. Weder ich noch der Kanal wird dafür haften. Also es ist absolut keine Anlageberatung. Das muss immer wieder gesagt werden. Ich finde es als Risikobeimischung eine sehr gute Idee. Auch eine einzelne Aktie wie Mercado Libre zum Beispiel eine sehr gute Idee. Da sie jetzt schon ein bisschen höher bewertet ist, würde ich damit Tranchen arbeiten. Wenn man sie kaufen will, würde ich da mal einsteigen. Und wenn es dann mal eine Korrektur geben würde, dass man dann billiger nachkaufen kann, also den Einstandskurs verbilligen kann. Also ich finde, das ist auf jeden Fall attraktiv, bei wem es ins Depot passt. Gerade in einer Core-Satellite-Strategie, glaube ich, würde das gut reinpassen. Natürlich immer das Rückschlagspotenzial beachten. Und was man natürlich sich auch mal fragen muss, wenn Leute sagen, zu Recht, volles Verständnis, bei Ländern wie China, da investiere ich aus Prinzip nicht, weil das will ich nicht unterstützen und das finde ich nicht gut. Dann muss man sich auch mal die Frage stellen, ob man ein Land wie Argentinien, das jetzt einen Weg der Freiheit, der Marktwirtschaft geht, ob man das nicht vielleicht mal unterstützen will. Also investieren sollte nie nach Gesinnung gehen aus meiner Sicht. Das ist ein Fehler, jetzt nur in Sachen zu investieren, wo ich sage, ja, das ist jetzt sozusagen so, wie ich mir die Welt vorstelle. Man sollte schon eher danach investieren, wie die Welt ist und nicht, wie man sie sich vielleicht unbedingt wünscht. Aber trotzdem, ich finde diesen Gedanken auch mal ganz wichtig. Wie gesagt, wenn ich Länder ausschließe und das finde ich auch vernünftig zu sagen, ja, da will ich nicht investieren aus vielen Gründen, dann kann man sich vielleicht auch mal überlegen, ja, ob man in solche Länder investieren will, die dann, gerade wenn es gut geht, sicherlich eine Chance bieten. Da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung und auch immer interessant noch so ein Hinweis, man schaut dann immer nur auf die Aktien, aber bei solchen Ländern ja auch dann auch immer mal einen Blick wert, die Anleihen. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bekomme einen Daumen nach oben und natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und auf euer Feedback bin ich auch sehr gespannt. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.